Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 3. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession und ich finde, es ist eine sehr aufregende Aufnahmesession, denn wir haben, ich habe beim letzten Mal beschlossen, dass wir jetzt nach Almakinan weiterreisen werden, obwohl man hier und da sicherlich noch das ein oder andere optionale erledigen könnte, also nicht im Sinne von Sidequests, sondern im Sinne von hier nochmal, weiß ich nicht, nach einem Charakter schauen, da nochmal was einkaufen, was verkaufen, was ausbessern oder hast du nicht gesehen, aber da das mit entsprechenden Laufwegen verbunden ist, zielen wir jetzt einfach mal auf den nächsten Main-Story-Punkt ab und ich habe richtig Bock auf einen neuen Ort und auf neue Gebiete und alles und überhaupt und kann es eigentlich kaum erwarten. Das Einzige, was meine Vorfreude ein ganz kleines bisschen trübt, ist tatsächlich, dass ich wieder mit Heiserkeit zu kämpfen habe. Ich bin jetzt die ganze Woche wieder sehr viel unterwegs gewesen, dienstlich, war wieder kaum zu Hause, habe schon wieder nur aus Koffern gelebt und der Körper schreit ein bisschen nach Ruhe, aber das ist jetzt hier am Wochenende nicht so ganz einfach, weil da ein paar private Termine wieder anstehen und ach, was wäre das schön, oh, ich bin hier falsch, was wäre das schön, einfach mal wieder eine Woche gar nichts machen zu müssen, aber ich bin selbst schuld, in Anführungsstrichen, ich mache da keinem irgendeinen Vorwurf, ich habe meinen letzten ausgiebigen Urlaub dafür freiwillig genutzt, mich ebenfalls auszupowern und da brauche ich mich am Ende auch nicht wundern, dass ich nicht immer im allerfittesten Zustand unterwegs bin. Ich hoffe einfach, oh, genau, hier war die richtige Abzweigung. Here's where the protective barrier begins. Don't wander off or you'll be stuck in the forest. Das haben wir schon ein paar Male erlebt. Protective barrier. Is it some kind of magic? Could be. Some call it that. Du musst es mit eigenen Augen sehen, Fred. Okay, let's go. Wobei, eigentlich hat er das ja schon gesehen. Er war bestimmt ein paar Male in der Partie, als wir da unser Glück versucht haben. We didn't invite him, did we? It doesn't matter. We haven't had guests for ages. What is it? Get moving. Der ist halt schon sehr unfreundlich, ne? Also, aber ich habe das eigentlich schon so verstanden, dass wir als ganze Gruppe bzw. als ganzes Team eingeladen sind und da keiner irgendwie exkludiert wird. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das beim letzten Mal war. Hat sich der Fred da zum Schluss angeschlossen? Das kann eventuell sein. Ich habe da so Bilder vor Augen, aber ich weiß nicht, ob sich das auf die letzte Folge bezieht. So, endlich, ey, was hab ich mir hier schon für einen Wolf abgesucht? Ich habe gerade hinter den Bäumen die ganze Zeit X gedrückt, weil ich ja immer noch nach einem speziellen Charakter suche und ich dachte gerade kurz, ich hätte einen gefunden. If I'm not mistaken, you have been here before. Yes, but there was nothing up ahead. That's what the forest field was meant to do. Shield what's beyond. It's weakened now. Shall we proceed? Warum ist es jetzt weakened? Haben die das gemacht oder was? Oder hat dieses ganze Gebiet hier Ups and Downs, was so die protektive Kraft anbelangt? Ich weiß es nicht, aber weiter ins Detail wird sie wahrscheinlich auch nicht einsteigen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt hier auf Autokampf gehe, aber das sind... wobei, die halten ja mehr aus, als ich das in Erinnerung hatte. Das sind jetzt aber auch nicht die allerschwersten Gegner. Ich hätte jetzt eigentlich Brief und Siegel darauf gegeben, dass wir die in Runde 1 finishen. Also, dass sie uns jetzt hier noch einen Kratzer verpassen können, das überrascht mich ja fast ein bisschen. Hab sie dann wohl doch ein kleines bisschen unterschätzt, aber egal. Mir gefällt auch unser Kontostand, muss ich sagen. Wir starten in diese Session nicht komplett pleite rein. Ich komme mit unter 50.000 wahrscheinlich aber auch nicht allzu weit, wenn ich jetzt einen neuen Ort besuche und auf High-End-Equipment schiele, aber nun gut. So Leute, das ist ein komplett neuer Abschnitt gerade. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder auf die Suche nach, wie hieß der Landes, glaube ich, begeben. Ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Warte mal, sind das gerade neue Hasen? Ich weiß gerade nicht, wo ich hingucken soll. Die haben mich aber in dem Wald, glaube ich, schon mal getroffen. Die sind auf jeden Fall relativ schnell down. Warum steht Landes nicht auf meiner Liste?
Den gab's aber, der steht nicht auf meinem Zettel, den ich mir damals zusammengekritzelt habe. Ey, wir sind bei über 50.000. Porsche, die haben doch ein bisschen was an Geld auch dagelassen, finde ich gut. Oder ist das hier noch gar nicht der neue Abschnitt? Der kommt mir irgendwie so bekannt vor. Warte mal, ich muss mal gucken. Nee, das... Ach, keine Ahnung. Waren das immer zwei Screens, als ich hier langgelaufen bin? Das hier ist auf jeden Fall neu. Zu 1000%. Beim Vorgängerscreen bin ich mir nicht so sicher. Da fange ich schon direkt an zu stottern. Da sind die anderen Alma-Kinans. Yoriri, we are home. Hi, Ian. Good to see you back. By the way, did you find her? Yes, this is Chris, Yoriri. She helped us defend the Shisha Village too. Erstmal brav Hallo sagen, Hände schütteln, umarmen, Kopf tätscheln. Nice to meet you, Chris. I am Yoriri. I am in charge of the village. Welcome to Alma Kinan. My pleasure. I am Chris, but would someone be kind enough to tell me what's going on? Surely, my dear. But that would take longer than I have at the moment. I'm preparing for one of our rituals. Would tonight be soon enough? Most assuredly. Sie hat sie gerade voll lieb angesprochen. Warum? Weil Chris wahrscheinlich wichtig ist. Aber, und sie lange auf sie gewartet haben, aber trotzdem, das ist schon sehr vertraulich. I will come too. Who's that? Oh, jetzt kommt ein Bossfight. So immer aus dem Nichts, immer wenn sich gerade ein bisschen Frieden anbahnt. I see at least one of you is perceptive and one and on the ball. Nicht one. Ey, Finger weg von den Mädels. Wir kämpfen, wenn es sein muss. I make a good spy. Hä? Huh? Ja, genau, zück dein Schwert. Jetzt kommt bestimmt das nächste Duell. Gegen den habe ich ja schon mal abgelost, glaube ich. You are not human. What am I then? Actually, I'm glad I'm not as fragile and coarse as humans are. How did you get past the forest field into our sacred Alma Kinan? What do you want? Ich wette, der hat sich an unsere Fersen geheftet und ausgenutzt, dass der Schutzschild gerade nicht so ganz up-to-date war. I sensed something amiss. A disturbance in the space continuum. I figured someone was using an invisible force field. All I had to do was find a weak spot in the barrier and voila, here I am. But let's get down to business. I know that there just happens to be another true water rune seal here. Could you explain this to me? Who told you? Even the dead reveal their secrets to me. Monster. Ist nur die Frage, Duell oder normaler Kampf? Atari has left, warum? Ach so, weil die Mädels da jetzt dabei sind. Yuiri has joined. So, es gibt auf jeden Fall eine Alma-Kinan-Kombo. Das ist schon mal schön. Kann ich irgendwie nach links ausweichen und mir anzeigen, was das genau ist? Nee, ne? Entschuldigung, aber das sehen wir ja gleich im Kampf. Gut, kann man so lassen. Weiter im Geschäft. Das sieht auf jeden Fall nach normalem Kampf aus. Sonst wäre hier nicht die ganze Gruppe gerade involviert. Okay. So, Chris und Nash. Ich hätte hier so einen saftigen Phönix, aber ich würde mir gerne einmal einen normalen Angriff angucken. Daher muss das erstmal warten. So, Fred und Rico. Die haben ja zuletzt immer ihren Maximilian rausgebracht. Deswegen können sie das diesmal auch tun. Und hier wird es jetzt auch nochmal interessant. Also, es hat jemand die Earth Rune. Great Hawk haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Und Wind kennen wir auch. Killer ist aber neu. Da komme ich aber mit dem Marker nicht drauf. Funeral Wind. 300 Damage to one foe und Chance of Instant Death. Okay. Ich finde, das kann man durchaus mal ausprobieren, oder? Warte mal, wie lange braucht denn das? Zwei Runden, aber nur ganz knapp. Oder ist das eine Runde? Das ist schwer zu erkennen da unten in der Darstellung, aber ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen. Wobei, warte,
Ich habe ja noch, wir haben noch was ganz anderes hier, nämlich Combo Attack. Damage Foes. One per Battle. Aber da ist keine Angabe drin, wie hoch der Schaden ausfällt. Da machen wir erstmal das. Danach mache ich diesen komischen Zauber da. Ich muss mir jetzt ein bisschen merken, was, was Chris und Nash an Damage austeilen. Auch um zu entscheiden, ob Standardangriffe besser sind. Das war nur 91? Das ist ja schon wieder enttäuschend hoch 10. Guck dir den Jungen an, was der im Einzelkampf schon austeilt. Das waren gerade einfach mal knappe 600 Schadenspunkte. Einfach nur durch stinknormale Angriffe. Was war das denn? Das hat ja gerade fast gar nichts gemacht. Okay, da bin ich jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Na gut. Ich würde jetzt trotzdem einmal den Phönix ausprobieren, auch wenn das zulasten unserer Balance geht. Aber nützt ja alles nichts. Also hier habe ich auch das Gefühl, dass wir mit normalen Angriffen mehr erreichen werden. Mal gucken. So, Combo ist jetzt geblockt, aber den Funeral Wind. Weil das hier sieht auch gar nicht so schlecht aus. Die haben auf jeden Fall gerade mit ihrer Combo Attack nicht mal 100 geschafft. Ey, das ist so enttäuschend. Ich hoffe, die haben einfach so den überkrassesten Magiewert und werden jetzt richtig reinhauen. Was war das denn gerade mit Chris? Und ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch gesagt, die sollen Phoenix-Action machen. Mich gerade gewundert, dass sie noch zugehauen hat. Oh, der ist jetzt im Berserker-Modus. Das kann für uns, glaube ich, nichts Gutes heißen. Aber vielleicht haut er dafür im Gegenzug auch manchmal daneben. Sollte ich jetzt schon heilen? Boah, ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Und na, wobei, wenn Chris stunt ist, dann haben die eh nicht die Durchschlagskraft. Dann kann ich es ruhig mal ein bisschen passiver angehen lassen. Ich gehe mal auf Nummer sicher. So, mit euch beiden könnte ich jetzt wieder den Maximilian machen. Aber ich will einmal normal angreifen. So, und ihr braucht den Pfeil, damit ihr gleich euren Zauber loslasst. So langsam habe ich mich an die Sachen gewöhnt, auf die ich aufpassen muss, wenn ich mal einen Zauber ausspreche, der ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, wir unterbrechen ihn in dem, was er da gerade tut, weil das sieht gar nicht gut aus. 314, geht doch. Und er ist auch ein bisschen in die Knie gesunken, das heißt, er macht es nicht mehr lange. Ich wette, dieser Berserker-Zustand, der ist so ein Indikator, dass er die Hälfte runter hat oder so. So, okay. Jetzt geht's dir an den Kragen, mein Junge. Ich glaube, du wirst diese Runde eventuell nicht überleben. Und ich würde dir keine Träne nachweinen. Earthquake haben sie auch noch. Land-based Foes. Warte mal, sind das zwei Runden? Ah, das sind wieder zwei Runden. Warte mal. Dann würde ich lieber einmal rumschredden, weil wir das in der gleichen Runde abgewickelt kriegen. Aber es kommt gar nicht mehr dazu. Okay. Der ging erstaunlich gut von der Hand. 10.000 Tacken quasi hinterhergeschmissen. Danke, danke. Das war gut. Lief auf jeden Fall besser als das Duell damals. Aber wenn er kein Mensch ist, was ist er dann? Das würde mich interessieren. You cheating worms. No matter. I know where this village is now. Things will be different next time. Oh, bitte nicht die nächste Stadt, die wir irgendwann brennen sehen. Who or what was that? Tell me. One of the destructive forces Yan was talking about. Destructive forces? Yes, I will explain this to you too later. Yan and Yumi, show them around the village. I will be at Great Auntie's. Ich bin gespannt auf diese Village und ich bin gespannt auf das, was sie uns nachher zu erzählen hat. So, ja, wie kriege ich jetzt Watari hier wieder rein? Ey, das ist doch scheiße. Erst nehmt ihr mir hier einen Charakter weg und dann kann ich den nicht einfach wieder zurückholen, ey. Na gut, machst du nix. Dann lasse mir Yumi halt alleine. Die kann schon auf sich aufpassen, die ist groß, aber trotzdem. So, vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch in Kämpfe verwickelt werde, habe ich nur eine dezimierte Mannschaft. Obwohl ich das so gar nicht wollte. Na gut, gibt Schlimmeres. Es sei denn, hier kommen neue Gegner, die ich noch nicht kenne. Ja, die zwei hier. Also sowas ist dann okay.
Nehmen wir jetzt noch die... Vor allen Dingen die Kohle auch mit. Ich gehe mal davon aus, dass wir die gebrauchen können. Und dann wird, wenn es dort einen Trader gibt, auch ein neuer Handelspunkt aufgemacht. Das finde ich inzwischen immer ganz interessant, muss ich sagen. Ich wette, hier in Al-Makinan lernt man, wie man teleportiert. Ich finde, die sind so mit ihrem übersinnlich spirituellen, würde das voll passen. Das wird bestimmt die Belohnung hier sein, wenn man hier einmal durchkommt. Oder man kann das hier einfach in deren Laden kaufen. Man kriegt das vielleicht gar nicht so auf natürlichem Wege irgendwo geschenkt, sondern hat hier die Möglichkeit, das mitzunehmen. Und pass auf, dann kostet das 200 Tacken oder so. Aber komme, was wolle, da setze ich mich dann hin und hole die. Ist mir dann auch egal. Hauptsache, ich kann irgendwann teleportieren. Enter and look around. I doubt if there's much that will catch your eye here. Ja, das sah sehr kompakt standardmäßig aus hier mit den Holzhütten. Aber auch schön, ich liebe Wald, Dörfer, Städte, wie auch immer. Der Karte erkennt man auch ganz gut, wo man reinkommt. Ja gut, das ist aber eigentlich überall so. I saw a flashy looking couple when I was hunting this morning. I didn't speak with them, but they seem to be training. A flashy looking couple, das klingt nach rekrutierbarem Material, hätte ich fast gesagt. Ich meine natürlich rekrutierbare Menschen. That donkey won't budge, so when I harvest things in the forest, I use this one and then put herb bandages on it. Tja, da musst du wohl gut auf das Tier einreden oder es mal untersuchen lassen. So, was haben wir hier? Oh, die Kameraperspektive ist manchmal schwer, wenn du die Ambition hast, alles überblicken zu wollen. So, warte mal. Sie ist wahrscheinlich hier entweder die Tierfreundin oder die Bäuerin. This black one laid an egg with two yolks. Encore, encore. Ich kenne Encore nur im Französischen. Keine Ahnung, wie das im Englischen zu betonen ist. For such a lazy ass, this donkey sure eats a lot. Ich fühle mich irgendwie angesprochen. Das wäre, als würde sie eins zu eins von mir sprechen. So, warte mal. Kann man mit den Tieren hier auch irgendwie interagieren? Das sieht nicht so aus. Warte mal, ich muss mal mein Headset ein bisschen lauter machen. Der Track im Hintergrund ist voll chillig. So, hello. There may be a battle. I was told not to go outside, but I want to practice hunting. Was denn für ein Battle? Wahrscheinlich diese destructive force, von der sie gerade gesprochen hat. A monster bit my horse on the leg when we were hunting. Do you think that's a bad sign? Naja, schlechtes Zeichen nicht, aber es ist ein Zeichen dafür, dass er sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen erholen sollte. Beyond this point is the most sacred ground in the village, so keep your hands to yourself. Darf ich den Boden nicht anfassen oder was? Oder habt ihr Angst, dass ich irgendwas klaue? Darf ich den Baum da nicht antatschen oder was genau meinst du? This area is great for mountain vegetables and fruit. While the forest lives, there's no need to develop the land. Okay, sagen die Leute eigentlich... Nee, weiß gar nicht mehr, wie das war. Oh, ja, toll, da wollte ich eigentlich als letztes hin. This is where our great aunt lives. Yuriri should be waiting for us. I've been wondering. I haven't seen a single man in this village. Why is that? Have they all gone to battle? This is the village of Al-Makinan. The shaman clan of the grasslands lives here. We are all women. This is an all-woman clan. Hat sie gerade gesagt, ja. Odd custom, I'd say. You think so? This is how we have lived for a long time. I'd like to know why. Vielleicht können die einfach nur Frauen gebären. It's better not to know. Warum? Jetzt bin ich aber neugierig. Also die Antwort hat jetzt alles nur noch schlimmer gemacht. I will be inside. Join me when you are done with the tour. Why on earth are we here? Die Antwort wird sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jan has left your party. Das ist okay. Es gibt immer einen, der früher die Party verlässt, weil er seinen Schönheitsschlaf halten muss. Das akzeptieren wir natürlich. Achso, das ist das mit dem flashy looking couple. Okay. So, warte mal. Dann ist das Haus hier das Richtige. Das habe ich jetzt verstanden. Dann fangen wir einfach mal... Ah, guck mal, die ganzen Schilder hier habe ich vorhin gar nicht erkannt. Dann ist das jetzt hier der Rune Sage, oder was?
Aber das sah gar nicht aus wie eine Rune. Das sah eher so ovalig aus, wie so ein Ei geformt. Aber wahrscheinlich sehe ich einfach nur Gespenster. Oh, hi. People speak of omens of war. I'd like to bear a rune for the sake of the village, but what rune would be best? Ich glaube, ich bin jetzt hier direkt in den interessantesten Laden hier reingegangen. Ich habe hier große Teleportationshoffnungen. Warte mal, den großen Moment heben wir uns aber erstmal auf. Okay, kann man nicht rein. Es gibt auch kein anderes Stockwerk. Das habe ich dann wohl falsch gesehen. Irgendwie voll chillig, wie die Felle hier hängen und so. Ich finde das irgendwie gemütlich. Hello there. If it's rune power you need, don't hesitate to drop by. Alles klar. So, oh mein Gott, soll ich wirklich gucken? Ich kann hohe Töne heute schwer. Da ist aber nichts mit Teleportation. Die haben wir alle schon mal gesehen, auch Jongleur. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal. Magic Poetry, Assorted Special Effects for Allies. Da brauchst du aber, glaube ich, auch die richtige Klasse für, zu der das passt. Okay, also diese Theorie hat schon mal nicht gestimmt. Ich könnte Dinge fixen, ich habe aber gerade nichts. Hä, irgendwie ist mein Inventar voll. Warum habe ich denn hier so viel Ausrüstung? Ich habe wahrscheinlich irgendwann mal was Besseres gekauft und schleppe das seitdem mit mir rum, aber so viel passt hier nicht mehr. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ich hoffe, wir können bald wieder irgendwas einlagern. So, dieses Haus da hinten hat kein Schild. Warte mal, mit denen hier in der Mitte habe ich auch noch gar nicht gesprochen. Das sind aber, glaube ich, auch die einzigen. Hi. I've never seen a duck before. His tummy feathers look so soft and squishy. Think you would mind if I rubbed it? Du solltest auf jeden Fall ihn selber fragen und nicht uns. Was ist das denn für eine Vorgehensweise? I was just out picking herbs, but now where am I? I got this as a present. Do you want it? Wenn wir noch Platz haben. Orange Kennel. Oh no. Okay, das geht scheinbar noch. Tell me, where is this place? There are no ducks anywhere. The forest is dark too. I'm scared to go home. Ich frage mich eher, wie der hier durchgekommen ist. Der sieht jetzt nicht aus wie jemand, der sich gegen stärkere Gegner verteidigen kann. Aber gut. Vielleicht kann er irgendwie schnell rennen. Oder die Gegner mögen den Geruch von Ente nicht oder so halt. So, hier haben wir einen, was waren die Bücher nochmal? Ein Teacher für Magic. Und das Schwert. Das ist aber eigentlich nicht das Equipment. Ich glaube, hier sind nicht das Equipment-Symbol. Ich glaube, hier sind beide Teacher in einer Bude. Kann das sein? Was ich auf jeden Fall sehr cool finden würde. I am a student. Shit. Warte. Irgendwas mit Banane. Schaman, Banan. Nee, ich hatte irgend so eine komische Eselsbrücke. Die war auf jeden Fall schlecht. Das merkt man daran. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, mein Handy nochmal anzumachen. Aber egal. I'm studying here. Why don't you learn something too while you're here? Wisst ihr noch, ich hatte doch damals das Handy ans Mikro gehalten und mir mal vorsprechen lassen. Ich hatte Shaman, hätte ich damals vermutet, aber das war falsch. Ich glaube, das war wirklich Schaman oder so. Keine Ahnung. Tutor. Well, well, look who's here. Tja. Ich bin da und ich bin wissbegierig. Und ich hoffe, du kannst uns ein bisschen helfen. Wir haben aber halt auch echt nicht mehr so viel, was man hier lernen kann, ne? So, der Fred könnte das weiter ausbauen. Bei ihm wäre mir aber Repel tatsächlich wichtiger. Raises Shield, Rune Chance, Speed and Power. Bei Rico können wir gar nichts anderes verbessern. Deswegen wäre ich dumm, die Punkte da jetzt nicht reinzustecken. Und dann war es das. Ey Leute, ich brauche neue Charaktere, die ich leveln kann. Das ist mir jetzt so demotivierend. Raise Spell Frequency by Casting at Lower Level. Earth Magic. Oh, aber sie hat ja auch noch das Ganze mit Swing und sowas alles. Und Armor Protect. Aber ihr ist schwer. Was ist denn jetzt mit meiner Vermutung, dass hier noch ein anderer Trainer auf uns wartet? Ich werde erstmal noch gucken, bevor ich mich endgültig entscheide. Gott sei Dank geht es hier noch nach hinten. Muss aber auch, weil wir hatten ja zwei Symbole. I don't make weapons of war right now. These ones are mostly for hunting. Okay. Das ist eine klare Differenzierung. Ich finde es voll gut, dass endlich mal in einer Stadt beide Teacher sind. Dieses Entweder-Oder in den letzten Städten, das fand ich schon irgendwie uncool.
Wobei ich mir inzwischen, glaube ich, ganz gut gemerkt habe, wo man, also in welcher Stadt man welchen Teacher auffindet, aber trotzdem. So many skills are born in the forest of Amakina, and if you need skills, I can teach you. Das ist gut, dankeschön. So, Lesson. Und dann gehen wir noch einmal die Liste durch. Genau, hier wollte ich Repel erstmal ausmaximieren, bevor wir hier irgendwas Magisches investieren. Wobei, wenn die Punkte für das nächste Repel nicht reichen sollten, ach, das ist schon ausmaximiert. Guck mal, dann bin ich mit dem Fred auch bald durch. Der hat da unten noch 3 weitere Zeilen. Da geht doch eigentlich noch was. Muss der jetzt mehr leveln, damit da was passiert, oder wie? So, egal. Sie wird einmal Swing lernen. Vielleicht hat sie das dann auch schon ausmaximiert. Ja, das ist der Fall. Dann geht's hier nämlich munter weiter. Und wer weiß, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt überall nur noch ein Upgrade vornehmen kann, dann haben wir am Ende noch genügend Punkte für das, was man auf magischer Seite noch erledigen könnte. Na gut, das war auf jeden Fall ein lohnenswerter Besuch in dieser Hütte, jetzt schon. Auch wenn wir das Ende noch nicht erreicht haben. So, gute Frau, wir haben auch für dich ein bisschen was übrig gelassen. Das ist zwar etwas Restrampe-mäßig, aber das müssen wir eher nicht laut sagen, ne? Wir wissen es allerdings, am Ende würde es sie wahrscheinlich auch nicht sonderlich stören. So, Sword of Magic geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und hier nehme ich auf jeden Fall das, weil das sehr speziell ist. Ich glaube, sie ist der erste Charakter, der dieses Rationing hier mit eingebracht hat. Das geht von den Punkten auch sehr gut auf. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und es geht sogar noch weiter. Also mindestens den A-Rang erreicht sie hier, wenn nicht sogar S. Aber das werden wir zu gegebener Zeit sicher noch sehen. So. Das einzige Problem, weil man könnte wirklich, wenn alles irgendwo ausmaximiert ist, dann einfach den Charakter wechseln und dann den einmal ausmaximieren und alles und überhaupt. Das Problem ist, dass es mit den Potsch dann halt so schwierig wird. Weil dann will ich von einem neuen Charakter wieder die... dann will ich von denen wieder die Waffen ausmaximieren und alles und dann fängst du halt wieder bei Null an und da ist das... Also, du fängst nicht immer bei Null an, das ist mir schon klar, aber das ist dann halt teuer. Und die Potsch sind so ein bisschen der Grund, warum ich das vielleicht gar nicht so handhaben werde. Mal schauen. I hid my treasure in an urn. Oder Jörn? Urn, oder? And now I can't find it, but I found this instead. Nein. Nein, wir haben doch keinen Platz. Haben wir noch? Geht noch, okay. Which urn was it? Kann ich dir leider nicht sagen. Kannst ja ein Minispiel draus machen. Ich bin aber froh, dass das ausbleibt. Supply Shop Owner. Good day to you. Would you care for some medicine to scratch that itch you just can't reach? Oh, nee, da haben wir schon andere Lösungen, um uns auszuhelfen. Increases probability of high damage hits. Killer, das ist das, was Dings ja hatte. Yuiri, oder wie sie hieß. Beziehungsweise ihr Verband. Kann auch sein, dass die andere Person das hatte. Wobei, nee, Yuiri hat sich nicht mit Yumi zusammengetan. Die war mit Jan war sie, oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Der Kampf ist schon wieder zu lange her. 10 Minuten oder so. ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich werde erstmal davon absehen, hier Geld reinzustecken. Aus Gründen. So, Fried und Rico könnte man damit verbessern. Ich will nur einmal kurz gucken. Die setzen dann aber voraus, dass du dafür die Medicine entfernst. Er hat sogar schon so ein Wasseramulett. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Ich würde sagen, eher nicht. Ich guck mal eben kurz, was man eventuell verkaufen könnte. Ich bin aber auch nur so zugemüht, weil ich hier schon wieder übelst viel Medicine angehäuft habe. Ich glaube, ich mache da mal ein bisschen Platz. Vor allen Dingen diese ganze Sea Medicine, die kam, glaube ich, primär aus Kämpfen, oder? Also ich habe über 2 volle Seiten mit Medizin. Das ist zu viel, Leute. Das ist zu viel. Vor allen Dingen nutze ich eigentlich so selten Medizin. Ich lasse jetzt ja eine C, lasse ich noch drin. Notfalls verkaufe ich die auch, wenn ich den Platz für irgendwas anderes brauche.
So, ich bin nämlich noch gespannt, ob wir hier einen Rüstungshändler haben. Achso, hier kommen wir gar nicht weiter. Passt aber auch zur Beschilderung. Denn das wurde uns nur als Gemischtwarenladen auch angezeigt. So. Und hier haben wir ein Inn. Das heißt, es gibt keinen Rüstungshändler und es gibt keinen Trader. Es sei denn, irgendwo weiter hinten im Wald, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber die sind ja auch so Anti-Krieg und so. Also eigentlich passt das alles schon ganz gut zusammen, dass sie hier keine Waffen und schwere Rüstung und alles verkaufen. Und für unseren Geldbeutel ist das auch gut. Und einen Schmied gibt es auch nicht. Aber das passt ja zu der Erklärung von gerade eben auch. Our inn serves the best cake. We haven't had a guest in ages. Won't you have some cake in honor of the occasion? Ja, gerne. Ich wollte gerade wieder den Spruch bringen, Platz und so, aber wir haben ja gerade Platz geschaffen. Dankeschön. The forest of Alma Kinan, such fragrance, such pure air. Please relax and enjoy it. Das machen wir, aber bietest du uns nicht eine Übernachtung an? Ach, oder bist du die Übernachtungsdame? Ich weiß es nicht, dies Jahr, aber einfach selber. Oh, irgendwie nur Gast. Sollte mich eigentlich nicht überraschen, dass es hier weitergeht, weil irgendwo müssen ja auch die Betten hier stehen. Oh, ich finde das voll gemütlich. Ich finde halt den Gedanken furchtbar, mit fremden Menschen hier in so einem Raum schlafen zu müssen, aber so eine Nacht überlebt man schon. My first customer in ages. I've laid out a brand new fur just for him. I hope he doesn't realize it's his donkey. Donkey. Ich dachte, du meintest uns. I've laid out a brand new fur just for him. He doesn't... Okay, das ist jetzt verstehe ich das erst. Moment, Perspektive und so. Die hat jetzt hier Bettwäsche ausgelegt, die aus seinem Esel geschaffen wurde. Vielleicht verstehe ich es doch nicht. So, egal. Lass uns einfach weitergehen und darüber nicht weiter nachdenken. Ich möchte jetzt die Leute treffen, die hier im Eingangsbereich benannt worden sind. Diese zwei auffälligen. Und ich wollte mit ihr noch sprechen, denn sie habe ich geflissentlich ignoriert. Ja, sie ist der Innkeeper. How nice to see you. I expect the forest path seemed very long. Have a seat and rest your legs. 600, das geht eigentlich. Ich brauche es aber nicht unbedingt. Ich speichere mal nur. Please come again. Das kann ich dir noch nicht versprechen, aber wenn wir nochmal gesundheitliche Schäden davon tragen, dann kommen wir sicherlich nochmal rum. Ich weiß ja nicht, wie gefährlich das ist, was uns hier erwartet. Aber ich bin, glaube ich, bereit für alles. Ich bin noch am Überlegen, ob ich nicht nochmal diese Killer, ich hätte gerade fast gesagt Materia, kaufen soll. Diese Rune, aber wir probieren es jetzt erstmal ohne. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier nirgendwo in diesem Dorf die Möglichkeit habe, mein Team anzupassen. Das wäre noch gut gewesen, weil ich immer noch diesen leeren Slot habe, der mich nervt. I hear the Dark Clan has plenty of water and it's really lively. Does that mean they have lots of water bottles? Kennen das Phänomen Flüsse und Seen und Gewässer generell gar nicht? Ich sollte dich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich glaube, die Kleine, die würde ganz schön große Augen machen. So, warte mal, bei der Formation konnte ich nicht wechseln, aber hatte ich nicht mal einen Support-Character, der das konnte? Browse Skill Points. Ach so, ich brauche... Stimmt, ich habe ja hier... Warte mal, was konnte der Bart? So kann ich das nochmal sehen. Ich muss mal ganz kurz da unten... Er konnte Discount und Bath. So, wie nehme ich jetzt ein Bath, wenn ich das nehmen wollen würde? Das kann ich doch hier nicht auswählen, oder? Auto Restore. Achso, das geht automatisch nach den Kämpfen. Ah, okay, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Heilungseffekt, den du abrufen könntest oder so. Aber das wäre dann auch zu einfach, weil dann wärst du ja quasi unbesiegbar, wenn du nicht im Kampf abnippelst, wenn du dich ständig heilen könntest. So, warte mal, bevor wir gleich diesen Schrein da untersuchen. Wobei, hier geht es ja auch gar nicht weiter. Wir müssen ja ins Haus rein, damit hier was passiert. Ich habe gerade für einen kurzen Moment gedacht, jawohl, dass das der richtige Weg sein wird. Aber ist er ja nicht. Ein Haus und dieses eine Haus
Das werden wir jetzt mal stürmen. Vielleicht sind da ja... Vielleicht versteckt sich da ja doch irgendwie ein Trader oder ein Schmied oder sowas. Nee, aber das ist okay, dass es das hier nicht gibt. Ich finde, das passt zu der Mentalität der Leute hier. So, wir sind da. Wer noch? Ich könnte eine warme Suppe vertragen. Please come in. Make yourselves at home. After all, you are our guests. We seldom entertain around here. Oh, das ist aber gemütlich. I can see that. The village seems like it's rejecting the outside world. You are quite outspoken. I'm sorry. I'm used to saying what's on my mind. You aren't totally wrong. We are very committed to our duties, and sometimes this does require us to withdraw from the outside world. Interesting. Then please tell me why we're here, about the destructive force we just encountered, the water rune seal that he mentioned, and about the flame champion. Jan? Chris, I am a child of the Almakinan with an unusual gift that sometimes allows me to see into the future. Das wussten wir doch eigentlich schon. You're like a fortune teller. You can't think of it that way, if that helps you. There is one vision that has haunted me since my birth. This is the destruction of the true rune and the resurrection of the flame champion. The destruction of the true rune? Yes, the power of the 27 true runes which sustain the world. There are people who seek to destroy one of the runes. The man in black whom we just encountered is probably one of them. What happens if a true rune is destroyed? Why are they so determined? Es ermöglicht wahrscheinlich die Zerstörung der Welt und den Wiederaufbau nach eigenem Gutdünken oder so. A long time ago, there was a hero in the grasslands, the flame champion, Detlef. Detlef, Detlef. We, the people of Almakinan, joined the battle under his leadership against the Harmonian army. During the second major battle, the flame champion, Detlef, and his followers, the Firebringer, were surrounded by the Harmonian forces. Jetzt gibt's eine Rückblende. Lizard Fighter. Where is the Flame Champion? Where is Detlef? Karaya Fighter. Damn, if this continues, we're all finished. What's that? What's what? Bitte einmal Kamera drehen. Toll. Das bekommen wir wieder nicht zu Gesicht hier. The Firebringer, the Harmonian forces, and the Grassland troops were all engulfed in a firestorm and perished. Ah, okay. They say the fire burned for 10 days. The only survivor was the Flame Champion himself. He did not speak of it, but the forest behind it was the power of the true rune. It must have been a rune power out of control. Detlef repented for this horrible deed, which took many lives of both ally and foe. The true rune power out of control. If the true rune was destroyed, everyone could perish. From the grasslands to Saxon, Holy Harmonia to Dunen, to the south and northern outlands. Und warum wollen die das? Weil die einfach nur Bock auf Zerstörung haben oder kennen die Gefahr nicht, die davon ausgeht? That's nonsense. Why do you say that? Just think about it. What is the purpose of doing this? There's nothing to gain. Das meine ich. It sounds like a fantasy to me. Then you don't believe me? Also ich hätte das an Chris' Stelle anders formuliert. Ich hätte die einfach gefragt, weil da werden sie sich ja auch schon ihre Gedanken drüber gemacht haben, was sie denn glauben, warum das denn deren Wunsch ist, diese Rune überhaupt zu zerstören. Saxon Knights don't fight for fantasy. We're bound by loyalty and reason. Oh. Beißt sie sich gerade auf die Zunge oder weiß sie wirklich nicht, was sie dazu sagen soll? Sorry, could you leave me alone for a while? I need to think. Dass sie die Frage einfach nicht stellt, ne? Vielleicht haben die dazu auch was zu sagen, aber die hätten wahrscheinlich schon interveniert und
ihre Gedanken mit ihr geteilt, wenn sie sich dazu Gedanken gemacht hätten. Hey, Nash. Hey, have you cooled down? I don't think they finished with that chat. Are you interested, or have you had enough of the barbarian superstitions? You know something? I don't like you. Was? Was, wo kommt das denn jetzt her? I can't help it. I need more time. Hä, meint sie das ernst? Das war nur so ein Shakern, oder? Das kann ich gerade irgendwie nicht so ganz einordnen. Ich dachte eigentlich, die wären cool miteinander. Kann das hier mal jemand aufdröseln? Habe ich irgendeine Krise zwischen den beiden verpasst oder so? I can't leave yet. Jetzt wird bestimmt irgendwas am Schrein passieren. Der Ort, der war zu auffällig, als dass dort nichts geschehen würde. In den Häusern glaube ich jetzt nicht, dass irgendwas passiert, aber hier geht's jetzt ab. Mark my words. Und wenn nicht, dann dürfen wir gleich nochmal das ganze Dorf begehen. Guck mal, das Mädel ist auch nicht mehr hier. Das war so klar. Ist nur die Frage, was? Ey, nicht, dass wir jetzt gleich das nächste Duell haben. Vielleicht duellieren sich die beiden jetzt. Auch wenn das ein richtig, richtig dummer Moment wäre, weil wir jetzt echt gerade andere Sorgen hätten. Oder haben. What is it? Were you looking for me? You, yes, as well as something else. A quiet spot. Ja, aber das Dorf an sich ist ja auch sehr quiet. Why? To talk with you alone. I must be lucky I found both. So, what do you want to talk about? To seduce you. Es kommt wirklich ein Duell. Just kidding. My missus would find me out in a heartbeat. I can't risk it today. Or any other day. Oh, I don't know about that. Don't start, Nash. Also wird es wirklich irgendwann mal einen Kampf zwischen den beiden geben? I am not comfortable with this. Oh, then why did you suggest the idea in the first place? You seem to have known what was going to happen. To some extent, yes. I was sent by Bishop Sazarai of the Holy Harmonia to sneak into the grasslands. Holy Harmonia? Don't tell me. You're a spy from Harmonia? Das hat er doch vorhin gesagt. Hat sie das überhört? I'm afraid I am. The alleged reason for our current invasion is to eliminate the rest of the Firebringer band. But they think there's someone else pulling the strings, so to speak. It's my job to look into this. A secret mission directly from the bishop. I couldn't refuse. Vielleicht hat sie deshalb zu ihm gesagt, I don't like you. Weiß ich nicht. And you think it's the destructive force they just mentioned? I didn't want to believe that, but it does seem to fit, doesn't it? On the brink of the ceasefire, Zaxxon and the grasslands rebounded with a full-scale battle. At the same time, the Holy Harmonian army invaded. It all seems unreal to me. It has to be just a complication in the conflict between us and the grasslands. I only came to the grasslands to find out about my father with no other intention whatsoever. I will tell you about your father. Will you listen to me? Of course I will. Chris, your father is still alive. Bam! Oh mein Gott, ihren Puls hätte ich jetzt gerne. How do you know? There lived a hero, Detlef, the flame champion in the grasslands. He and his band of comrades were called the Firebringer. Werfen wir jetzt auch einen Blick. Warte mal, auf ihren Vater wollte ich gerade sagen. Das ist doch der Anfang, als er mit Gedo startete, oder? Goodbye, my friends. Forgive me for not being able to go with you. I'm sure our paths will cross again. Ich glaube, so eine Feuerszene gab es, als man das erste Mal Gedo ausgewählt hat. Ist er das nicht sogar auf der rechten Seite? We've always trusted your decisions, we still do. Also sind das die Firebringer gerade gewesen, drei, aber die Gruppe ist größer. Das war jetzt so ein kleiner Auszug, oder?
The Flame Champion had two close comrades, and your father was one of them. Hold it right there. The Flame Champion lived more than 50 years ago. If Chris' father was his close friend, he must be over. No, that can't be true. Fingers Ayatas, no? What? Just as the Flame Champion was bearer of the true fire rune, your father was bearer of the true water rune. Okay. You see, the 27 true runes that exist in this world are thought to be part of a central force which moves the world. The bearers of the runes are said to be granted great power and immortality. The seal that hides the power of the rune and its whereabouts is in Al-Makinan. But how does he keep the true water rune a secret? He would have to bear it inside his body. Most likely. That's why the man told me to follow the Flame Champion. I've told you everything that I know, Chris. Everything? Ich glaube, sie weiß noch mehr. Aber das wird das für uns Relevante sein, vermutlich. Thanks. Jan, are you... Pardon me, Chris? Never mind. Was wollte sie gerade fragen? Ich habe keine Ahnung. In that case, I will leave you now. Vielleicht spricht sie die Frage jetzt laut gegenüber Nash aus. Jetzt ist die Perspektive kaputt. Sein Kragen sah gerade aus, als wären das zwei Augen. Spult mal nochmal zurück auf die letzte Perspektive. Das sah aus, als hätte er so zwei Augen am Kragen und als wäre... ein komischer Schal oder was das ist. Der Mund gewesen. Ich habe gerade ein Gesicht gesehen, wo keines ist. Und nein, in meinem Kaffee ist kein Alkohol drin. Ich bin auch nicht auf Medikamenten, aber ich habe überlegt, mir vorher was einzuschmeißen. Okay, das ist krass. Also, dann wissen wir, dass ihr Vater als engster Vertrauter des Flame Champions mit ihm verbunden ist und der Bearer of the heilige Water Rune quasi. They said they'd get our accommodations ready now. Everyone wanted to keep talking, but Jan dismissed us for today. They seemed preoccupied with something else. What shall we do? Shall we retire for the night? No, I think I need a little rest. Habe ich gerade das Snow davor gepackt? Nee, not yet. Also ich finde, wir können uns ruhig hinlegen. See, Master Fred, everybody is exhausted. Ich hoffe, es war kein Fehler, dass ich nicht nochmal gespeichert habe. You're the only one who pretends not to be. I'm not tired at all. My eyes are just, droopy. Ja, das sagen sie alle. Master Fred, we are leaving you behind. Es ist eine gute Idee, sich hinzulegen. Das machen wir jetzt aber im Inn und nicht im Haus von Yuiri, oder? Ich habe nämlich im Yuiri-Haus immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht unser Team ein bisschen anpassen können. Vielleicht wäre das möglich gewesen, wenn ich mich jetzt nicht hingelegt hätte. What was that? I thought I heard something. Aber warte mal, das klingt eher, als wären wir sowieso jetzt gerade mit Chris alleine. Sieht aber schon ein bisschen geisterhausmäßig hier aus mit diesem Lichteinfall durch den Mond von draußen. Warte mal, bevor wir an die Türe gehen, gucke ich einmal hier. Okay, wir sind aber tatsächlich im Inn. Also wir übernachten nicht dort. Die versorgen und betüdeln uns tagsüber, aber nächtigen tun wir hier. Ich glaube, das gibt auch der Platz dort bei Yuiri ansonsten auch gar nicht her. So. Wer hat an der Tür geklopft und warum zur Hölle sind wir die Einzigen hier in der Hütte? Schon ein bisschen gruselig. Was ist denn hier los? What's going on here? Getting ready for the ritual. Ritual? What for? Ritual of soul sending. Soul sending? We offer a soul to the spirits in order to receive their blessings on the grasslands. Das hätte sie uns aber auch vorher sagen können. Stattdessen klopft die da nachts einfach. This is the second to last task I must perform, Chris.
Second to last? Opfert die sich jetzt, die Jan, oder was? Das sind gerade irgendwie so dramatische Züge an auf subtiler Ebene. You're not talking about Jan, are you? Yes, of course. She is a special child. She lives for today. There's a destructive force which aims to destroy the true runes, and people who intend to obtain the grasslands by taking advantage of the present turmoil. We need the blessings of the spirits to block them. Tonight, Jan will offer her soul to the spirits. You must be kidding. How could you sacrifice her life just like that? Do you not make sacrifices for Saxon? No, I mean, yes, I mean, losing one's life in battle is a lot different than killing for some spiritual mumbo-jumbo. Das ist schon ganz schön respektlos, weil ich finde, dass Yuiri auch durchaus einen validen Punkt anspricht. Und auch hier hat man schon Szenen im Kopf, wo Chris auch geopfert hat. Auch Kinder. Also ich finde, sie sollte sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, auch wenn das eine andere Form von Opferung war, klar, aber... How dare you treat something you don't understand with so much disrespect? Da verstehe ich aber, dass Yuiri sauer ist. Also die Wortwahl hat mir gerade von Chris nicht gefallen. Is this why you brought us here to witness this atrocity? Forget it, Chris. Is a lucky rabbit's food so lucky for the rabbit who lost it? Damn this superstitious garbage. Chris... Also ich meine, ich finde es gut, dass Chris sich für das Leben von Jan einsetzt. Ich finde, sie sollte aber auch vor der eigenen Haustüre ein bisschen kehren, so rum. Please, can you come with me, Chris? Jan, remember, the ritual starts soon. I know, I only want a brief moment to speak with Chris before the ritual. I won't be long. Mind you, she is not from Armakinan. Of course. Chris, please come this way. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Sie wird uns vielleicht einreden wollen, dass es für sie völlig okay ist, was hier passiert, und uns vielleicht ihren Glauben nochmal nahe bringen wollen. Oder sie plant jetzt irgendwie die ruckartige Flucht, aber das glaube ich nicht. Das ist schon schön. Ich möchte das Kind aber jetzt ja auch ehrlich gesagt gar nicht sterben sehen. Ich will wissen, worüber sie jetzt mit uns sprechen möchte. Ich bin auch überrascht, dass Yuiri sie lässt. Aber gut, das ist ja auch ihr letzter Wille, bevor sie sich hier verabschiedet. This is such a quiet evening, a perfect setting for the ritual. Jan, do you know what you're getting into? Of course I know. After the soul-sending ritual, I am going to die. Jan. This is my duty. Many people die without finishing or even knowing their duties. I consider myself lucky. No regrets. An Armakinan, a girl whose soul is offered, will become a spirit. My soul will live forever. Still... How compassionate you are. I appreciate your concern more than you know. After all, you hardly know me. So now, can I ask you, why did you bring me here? Was that one of your duties? I've had visions of today's events ever since I was little. Maybe that's why you feel like an old friend to me. I've always wanted to meet you. Of course, there was the destructive force to consider, but it wasn't just that. What do you want me to do? You do not like expectations placed upon you by other people. Bei ihr macht sie wahrscheinlich eine Ausnahme. I put all efforts as a Saxon Knight into combat. I only intended to defend my fellow men, the Saxon Knights, and my country. But I found myself hailed as a hero, tormented by unsolicited
unsolicited, das klingt irgendwie kaputt, attention and overt jealousies, overt, warum bin ich heute so ein Wortidiot, ich weiß es nicht. Was I born with these qualities? Why do my people love me as a hero? Was this my destiny? That has always bothered me. Maybe it is why I distanced myself from the knights. Maybe I wanted to escape the role of a hero, but I still... You don't need qualifications to make a difference. Let expectations bring happiness, not burdens. Do whatever you feel is right. Trust your intuition. Das hat sie ja zuletzt auch, also darauf vertraut. Just as I have my duties, you have yours. Wouldn't you be more upset if you had no purpose in life? But I am... Voll verdreht gerade, als wäre die Kleine die Erwachsene und Chris das Kind. It is almost time. After that last ritual is complete, the seal of the water will be released. Its power will be sought again. The power of the true rune that has been suppressed by the seal will be released as well. And the whereabouts of the flame champion will be identified. Making use of his power could be the only way to save the grasslands. I will leave it to you to make it so, Chris. Jan. It was nice to know you, Chris. You are a serious but kind person. Kind? Ja, die Seite hast du auch schon in dir, auch wenn du das wahrscheinlich nicht so oft hörst, aber absprechen kann man es ihr nicht, finde ich. Jan, it is time. Ja, Leute. Und it is auch time, um den Part jetzt hier zu beenden, auch wenn es schwer ist, weil das gerade irgendwie voll die ergreifende Szene ist, sage ich mal. Aber damit starten wir dann, wie auch immer das Ritual hier dargestellt und visualisiert wird. Aber ich fand das hier sehr interessant. Ich liebe es, wenn wir in diesem Spiel Hauptstory-Gedöns machen können. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich nehme die nächste Folge im Anschluss auf. Deswegen bin ich ganz entspannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!